Ich bin hier in Stivol, in dem Ort, wo alles angefangen hat, wo die Tragödie am Sonntag begonnen hat, wo Friedrich F. zwei Menschen erschossen hat und eine weitere Person tödlich angeschossen hat. Hier hinter mir im Gemeindezentrum befindet sich der Einsatzstab, das Einsatzzentrum der Polizei. Von hier aus werden alle Suchaktionen koordiniert, gestartet. Hier gibt es dann auch eine Labstelle, wo die Polizisten essen können, was trinken können, denn die sind hier Tag und Nacht im Einsatz, um diesem Amokläufer Herr zu werden, um ihn zu finden. Und ganz offensichtlich gibt es einige heiße Spuren, sonst wäre die Polizei nicht so massiv in diesem Gebiet hier vertreten, auch wenn der Polizeisprecher Markus Lamp dazu natürlich nichts Näheres sagen will, ob es Spuren gegeben hat, zum Beispiel an dem abgestellten Auto, das hier in der Gegend hinterlassen worden ist von Friedrich F., was am Montag gefunden worden ist. Ganz offensichtlich gibt es sehr wohl Hinweise, die darauf ganz klar hindeuten, dass er sich hier in den Wäldern befinden muss. Es kann natürlich auch sein, dass er sich inzwischen schon umgebracht hat. Die Polizei, die sucht natürlich unermüdlich weiter. Sogar in der Nacht gibt es hier Schichtwechsel, da wird weitergesucht. Die Hubschreiber kreisen hier über den Wäldern und arbeiten dann mit Wärmebildkameras, wo sie dann natürlich ihn entdecken könnten, wenn er sich hier irgendwo versteckt hat. Und des Weiteren wird natürlich auch jeder Hinweis aus der Bevölkerung ernst genommen, ebenso wie gestern der Hinweis am Donnerstag über die Sichtung in einer Tankstelle in Tulln. Dann gab es ebenfalls einen Hinweis, dass er im Tal in einem Ort nur 7 Kilometer entfernt gesichtet worden ist von einer Frau. Sobald sie ihn gesehen hat, ist der Mann dann in den Wald gelaufen und das hat sie natürlich als sehr verdächtig empfunden und es sofort der Polizei gemeldet. Am Freitag wird dann eine groß angelegte Suchaktion durchgeführt, auch um Tal herum am Thaler See, dieser berühmte See, wo Arnold Schwarzenegger vor kurzem zu Besuch war. Denn Tal ist ja seine Heimatgemeinde, da gibt es auch ein Arnold Schwarzenegger Museum. Aber momentan dreht sich eben alles um den 66-jährigen Amokläufer. Hier im Ort Stivol gibt es sogar ein Kriseninterventionsteam im Gemeindeamt hier, wo die Leute eben jederzeit hinkommen können, wo sie eben psychologisch betreut werden, wenn sie Angst haben, wenn sie Probleme haben. Manche haben ja vielleicht auch Streit gehabt mit Friedrich F., man weiß es nicht und fürchten sich jetzt. Die angebliche Todesliste, die soll es laut dem Polizeisprecher gar nicht geben. Es gibt aber sehr wohl Personen, die natürlich ein größeres Risiko haben, dass Friedrich F. es auf sie abgesehen haben könnte, eben Personen, die vielleicht irgendwann einmal mit ihm Streit haben, aber wie gesagt, eine Todesliste selbst gibt es nicht. Die Polizei wird hier natürlich so lange vor Ort sein und Einsätze durchführen, bis man etwas findet oder natürlich die Zeit, die spielt natürlich der Polizei in die Hände, denn Friedrich F. wird etwas zu essen brauchen. Es ist immer kälter in den Nächten, also er wird irgendwann früher oder später einen Fehler machen und dann wird man seiner sowieso habhaft werden.